Hier ist noch Holz. Holz, 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 Holz. Oh, das ist das ganze gute Holz, was wir brauchen. So, Block of Coal. Warum habe ich das jetzt rausgenommen? Keine Ahnung. Das hast du dich wahrscheinlich auch gefragt. Dark Oak Planks sind hier. Ja, so langsam wird es hier mit dem Inventar und mit den Kisten ein bisschen eng. Ja. Langsam. Dark Oak Log. Okay. Habt Geduld mit mir. Ich werde es schaffen. So. Ja, auch diese Dinge müssen mal getan werden. So, ich pack den Stein erstmal hier rein. Und warum sind hier jetzt Block of Coals in meinem Inventar? Ich habe doch keine Ahnung. Nee, habe ich wirklich nicht. Hier ist noch Akazienholz. Das ist eigentlich nicht so wichtig, weil ich das in nächster Zeit nicht brauchen werde unbedingt. Ist zwar schön zu haben. Ich habe extra jetzt nicht gesagt nice to have, weil sonst kriegt wieder der eine oder andere Schnappatmung. Oh, ich sag das so gerne mit der Schnappatmung. So, noch mehr Stein. Ich pack mal die Blöcke von Kohle hier mit rein. Ja, haben wir noch mehr Holz. Noch mehr Holz, noch mehr Holz, noch mehr Holz. Ja, da, Fichten. Fichtenhalbstufen. Ja. Dabei finde ich die deutschsprachigen Begriffe für manche Dinge in Minecraft einfach zum Brüllen. Ne? Ich sag nur Wirrwald und Karmesinwald und Nezel. Nezel ist mein absoluter Liebling. Also da geht nichts drüber über den Karmesin und den Wirrnezel. Das ist einfach, das ist göttlich. Da. So. Ich nehme mal hier alles jetzt raus, was mit Holz nichts zu tun hat. Das wird jetzt eine glatte Holztruhe. Und wenn wir eine neue Truhe bauen müssen, das ist vollkommen egal. Ich werde das schaffen heute, dass ihr irgendwie... Ja, wir könnten jetzt auch natürlich einen Lagerraum bauen, ist klar. Aber das will keiner von euch, denke ich mal. Oder wollen wir einen Lagerraum bauen? Ja, könnten wir uns gut bei unterhalten. Könnte ich euch gut Sachen erzählen. Unter anderem, was mir so ein bisschen Probleme macht hier mit dem Kanal derzeit. Ja, das muss irgendwie sein, dass ich da heute mal... Ja, ich werde schimpfen. Nein, schimpfen eigentlich nicht. Ich hoffe, es geht nicht in einer Schimpfe aus. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie so hin, dass wir hier alle Freunde bleiben können. So, Boot packe ich hier auch nochmal mit rein. Hier haben wir noch Bahnschienen. Ja. Das ist hier alles ein schreckliches Durcheinander. Ja, ich weiß. Und das Portal kracht mir momentan voll ins Ohr. Digga. Das geht mal gar nicht so. Das da rein. Ja. Haben wir hier noch mehr Holz? Ich will keine Klagen hören, dass da noch mehr Holz ist. Wo habe ich denn jetzt eigentlich, wo hatte ich das Heu hingetan? Ich hatte doch mehr von dem Zeug als 10. Ah ja, da. Siehste. Habe ich doch gewusst. Ja, ich weiß, die anderen Bahnschienen sind jetzt in der anderen Truhe, aber das ist jetzt vollkommen egal. Ich will ein 64er Eisen auf Tasche haben. Gut, super. Ich darf hier auch nicht vergessen, dass ich hier all die Werkzeuge drin habe, die wir eigentlich noch für... Oh, wir haben hier noch 2 Truhen. Vielleicht sollte ich die ja noch mit aufbauen, um das Chaos zu vervollständigen. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt einen Lagerraum bauen. Wenn ihr die Geduld hättet, könnte ich das tun. Geduld hättet. So. Spricht Deutsch, das versteht schon wieder keiner. Nee, so blöd ist keiner. Ja. Also wir haben hier eine ganze Menge Holz vor der Hütte. Und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum ich jetzt die ganzen Äxte geholt habe. Weil wir müssen gar kein Holz fällen. Aber das wird mit Sicherheit nicht ausreichen. So, was wir erstmal brauchen, ist das hier. Denn wir bauen jetzt den neuen Rahmen.
Der wird auch etwas anders, nicht nur etwas anders, der wird sehr viel anders, als wir ihn bisher hatten. So. Wir bauen mal den neuen Rahmen dieses ganzen Gebäudes. Och, da kann man nämlich immer die ganze Zeit Feintinte abgreifen hier hinten, wenn man schnell genug ist. Hier sterben nämlich ständig Oktopoden, ja, ja, ja. Und das kann man doch nicht verkommen lassen. So, ich habe euch gesagt, dass das alles ein größer werden soll. Und auch einen höher, wie ihr seht. So. Ich muss jetzt mal sehen. Hier kann man immer wunderbar, das ist mir übrigens gestern aufgefallen, dass man auf die Betten drauf springen kann und sich damit einen schweren Sturz ersparen kann. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie hatte ich das gestern nochmal gemacht? Ach, weißt du? Ich mache das erstmal so, wie ich mir das jetzt denke. 3, 4, 5, zack. Runter aufs Bett. Man kann auch wunderbar mal daneben springen. Das sollte man nicht tun, das tut weh. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir machen das jetzt wirklich alles sehr geordnet und dadurch schnell. Übrigens habe ich gestern fast den Opel-Fritzen wieder angehauen und ich muss mir das abgewöhnen mit dem Opel-Fritzen, weil das versteht kein Schwein, dass das einfach für mich nur heißt, dass der herumopelt. Ich finde übrigens diese Perücke sehr, sehr gut. Ich habe noch eine, aber ich will sie euch nach und nach vorstellen, meine Neuerrungenschaften in Sachen Perücken. Ja, ich habe tatsächlich mal 20 Euro in die Hand genommen, sehr viel Geld, und bin zu kostüme.de gegangen. Und habe mir so gedacht, was könnte man denn mal dem geneigten Publikum an schrecklichen Anblicken antun? Und diese hier, diese Tina Turner für Arme irgendwie, oder wie würdet ihr das nennen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war dann meine erste Wahl. Und dann habe ich noch eine, aber da habe ich eigentlich irgendwie Bedenken, die euch vorzustellen. Und ich werde demnächst dann öfter mal mir die eine oder andere Perücke zulegen, weil ich es ganz einfach geckig finde, irgendwie mal vollständig bescheuert auszusehen. Du siehst doch immer bescheuert. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich sehe nicht immer bescheuert aus. Wer das sagt, ist ein Ketzer und gehört auf den Scheiterhaufen. So, ich baue jetzt hier ganz schnell den Rahmen rundherum. Warum baue ich das einen höher? Weil ich festgestellt habe, dass die Decke von diesem Gebäude ziemlich weit unten hängt. Ihr fragt euch wahrscheinlich, und was ist mit dem Baum? Das passt doch nie. Ja, das ist ja auch nicht so, dass der Baum da oben jetzt dann abgeschnitten wird. So viel kann ich verraten. Ach Hundi, es tut mir leid, dass ich dich hier sitzen lassen muss, aber du würdest mir tierisch auf den Sack gehen. Und ich habe gestern übrigens Hundi getötet, aus Versehen. Ja, jetzt hättet ihr gerne die Aufnahme gesehen, ne? Sadisten. Sadisten, sage ich nur. Ja. So. Nein, ich möchte jetzt noch nicht mehr machen, deswegen... hallo? So. Gegen die Wand springen kann jeder. Sie aufmachen und rauskommen? Nein, das kann nicht jeder. So. Ja, nee, also der Baum, der wird nicht abgeschnitten da oben. Das wird etwas anders gemacht. Ich habe da einen Plan. Ich habe wirklich einen Plan und dieser Plan ist großartig. Und wenn er jemals in die Tat umgesetzt wird, ich habe mich heute nochmal dran gesetzt und habe die Skizze im Creative-Modus nochmal voll durchgeknüppelt. Und ich sag euch eins, ich habe 8 Stunden an der Skizze gesessen und war nicht fertig mit dem Gebäude. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was hier auf euch zukommt. Exakt das. So. Ja, mir ist gerade aufgefallen, was ich falsch gemacht habe. Das auch. Ich muss aufpassen. Ich war gestern ständig dabei, entweder den Opel-Fritzen oder einen Dorfbewohner zu erschlagen. Und das ist beides nicht gesund. So, hier muss nämlich auch einer durch. Ein Pfahl. Ui, wir müssen gleich erstmal schlafen gehen. Ein Erfolgserlebnis habe ich gestern gehabt. Ich habe die Bevölkerung
von Kiosch heim durch die Decke gehen lassen. Übrigens, Kiosch, wo bist du? Ja, jetzt fange ich mal an zu meckern. Also meine Stammzuschauer hier, ne? Also denen ich Sachen gewidmet habe, davon ist eigentlich nur noch Horst, die da. Gut, der Raspoalo schreibt jetzt auch ab und zu mal einen Kommentar immer noch. Der Alfons hat heute gerade wieder geschrieben, ich wollte gerade anfangen zu meckern und sagen, Alfons, kannst du noch mal was zu St. Alfons sagen? Nein, und ich habe ja gesagt, ich verstehe, dass hier nicht jeder jede Folge gucken kann. Man hat ja auch noch ein anderes Leben, ist klar. Aber so once in a while sollte man sich mal melden können. Ja, dieser Kanal und was hier abgeht, ist momentan alles andere als, ich sag mal, motivierend. Jetzt fange ich an zu meckern, ja. Also, was ich meckern nenne. Mancher würde das richtig sehen und würde sagen, das ist einfach nur das Aussprechen von Tatsachen. Was hast du dich so? Ja, wie fange ich an? Also, es ist eine ganz seltsame Sache, die momentan auf dem Kanal vorgeht. Es gibt auf der einen Seite wirklich Grund zum Feiern. Hundi, du sitzt gerade ausgerechnet auf dem Feld, wo ich bauen will. Es gibt auf der einen Seite Grund zum Feiern. Nämlich, ich habe einen Zuschauerhöchststand. Ich habe innerhalb der letzten 2 Monate meine Views verdoppelt. Meine täglichen Views. So weit, so gut. Aber was seltsam ist und was das Ganze schon wieder irgendwie so ein bisschen dann nicht so gut macht, das ist, die Views, Kommentare, Likes und so weiter meiner aktuellen Videos, also derer, die gerade hochgeladen sind, so in den ersten 2 bis 3 Tagen, das entspricht dem Zustand von 2019. Frühes 2019. Ja, wie passt das jetzt zusammen? Er sagt auf der einen Seite, er hat mehr Views. Ja, die Leute scheinen alle nur alte Folgen zu gucken. Teilweise die richtig alten Kracher, so irgendwie aus den ersten 50 Folgen dieses Let's Plays. Also vom September 2018 bis Dezember 2018. Oder halt die ersten 200 Folgen. Aber die Folgen aus dieser Welt hier, ne, mit... seit wir die Welt gewechselt haben, ja, die werden fast gar nicht geguckt. Seltsam, ne? Ich kriege momentan, wie schon 2019, meine 3, 4, 5 Likes auf das jeweilige Video, 10 bis 15 Views höchstens in den ersten 2 Tagen. Ja, es ist ein Trauerspiel. Das ist ein Trauerspiel. Ja, und das hat mich so weit gebracht, dass ich tatsächlich schon drüber nachgedacht habe, und ich denke immer noch drüber nach, das hier extremst einzuschränken. Weil, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, 3 Videos am Tag rauszuscheusen ist keine leichte Sache. Die meisten denken ja hier so, dann nimmt er halt da 20 Minuten, dann nimmt er halt da 5 Stunden auf, schnippelt das eben 20 Minuten Stücke und dann war's das mit seiner Arbeit. Nein, ganz so einfach ist das nicht, Tovarisch. Ich muss da nächstens mal ein Video machen, wo ich das mal en Detail auch vorzeige, was eigentlich so eine Veröffentlichung vom Let's Play, welche Arbeit das eigentlich dann trotzdem noch ist. Und nein, ich bin nicht der Drachenlord, ich render keine Videos im Kopf und so. Und hochladen ist auch nicht das große Ding. Aber natürlich, wenn man das nicht einfach rausscheusen will, dann muss man auch halt eine kleine Beschreibung zumindest schreiben. Da müssen Tags geschrieben werden, da muss ein Thumbnail gemacht werden. Und da gebe ich mir doch sehr, sehr viel Wert. Sehr, sehr viel Mühe. Das suche ich nämlich erst in den meisten Fällen nach der Aufnahme raus. So, jetzt muss das hier geschält werden. Ja, kann man wunderbar bei reden. Ja, und natürlich, das muss man durchgucken. Dann müssen möglichst alle Rülpser, alle Räusperer, also nicht alle Räusperer, das geht sowieso nicht, weil wenn ich alle Räusperer rausschneiden würde, dann würden auch manchmal Worte wegfallen. Ist neulich schon passiert, weil ganz einfach der Räusperer so eklig war, da ist wieder einer, dass ich ja lieber auf etwas Information verzichtet habe, als euch sozusagen die Entsaftung meiner Kehle in Dolby Surround anzutun. Nee, es hat sich wirklich eklig angehört. Manche Dinge hören sich wirklich eklig an.
Und ja, da muss man dann halt das ganze Video nochmal schauen. Dann Musik reinmachen ist auch nicht so einfach. Viele denken ja auch, die Musik würde hier nebenbei laufen. Nein, tut sie nicht. Das wäre einigermaßen dämlich. Dann hätte ich noch eine Audioquelle. Die würde erstens mal Processing Power auf meinem kleinen Rechner hier wegnehmen. Und zweitens mal würde sie mich ablenken. Naja, es gibt so viele Gründe, weshalb man Audio nicht gleichzeitig mit aufnehmen sollte. Also Musik nicht gleichzeitig mit aufnehmen sollte. Ja, und so weiter und so fort. So, wir bauen jetzt erstmal, glaub es oder glaub es nicht, die komplette Umrandung. Ja, um es euch mal klar zu machen, hier kommen, wenn ich mich recht erinnere, 8 Räume hin. Ich muss mal gucken, ob das jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau so soll das sein. Eigentlich haben die meine Gebäude immer einen Innendurchmesser von 7, Außendurchmesser von 9. Also mit Wänden sind es nun. So. Und diese Gerüste für die Räume werde ich jetzt schon mal fertigstellen. 2, 3, 4, 5, 6 kriege ich das da ran. 7. Und jetzt müsste ich eigentlich... Ja, das kann ich auch machen. Aha, Moment. Wenn ich hier jetzt hin... ist das richtig? Ja. So, dann können wir hier rüber rennen. Und wieder aufs Bett springen. Das ist so geil mit den Betten. Ja, und mir hat neulich einer gesagt, ich soll mich doch mal endlich über die Gerüste, jetzt wo ich Bambus habe, soll ich mich doch einmal über die Gerüste informieren. Das werde ich mit Sicherheit zu gegebener Zeit tun. Sei dir da sicher, mein Freund. Und ich danke dir für den Hinweis. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Ja. Nee, und halt, es ist in letzter Zeit hier auch auf dem Kanal einigermaßen einsam, muss ich sagen. Was soll das heißen? Die Kommentare haben extremst abgenommen. Ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Halt, mache ich das richtig? Nein, ich mache es nicht richtig. Ich habe genau zur falschen Seite gebaut. Entschuldigung, kann mal passieren. Sollte nicht, kann aber. So. Das muss zu da. Das muss zu. So. Ja, uns wird auch die Erde ausgehen. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Was hat er da nur vor? Was macht er nur? Ja, ihr werdet es begreifen, spätestens wenn ich den ersten Raum... Ich hoffe, die kriegen wir heute fertig. Wie viel Uhr haben wir es denn? Och, erst knapp zwei Folgen. Aber wie viel haben wir denn jetzt da? Edsadler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ich glaube... Ah, doch, ich habe Sand dabei. Klasse, wunderbar. Dann kann man nämlich... Oh, den muss ich heute reparieren. Der wäre mir gestern fast verreckt. So. So, dann. Edsadler. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder hier so rum. Ich glaube, ich kann sogar hier runterspringen. Ja, das kann ich. Und zwar ohne mich zu verletzen. So. Dann machen wir nämlich die Wand hier rein. Ja, das hier hinten hat was Besonderes auf sich, dass hier der Teich ist. Ich kann es ja sagen. Das hier wird, man höre und staune, die Fischerhütte. Also dieses Ding, was ich jetzt hier baue, die Butze, die jetzt hier in der Entwicklung ist, wird die Fischerhütte. Weil es halt hier am Wasser ist. Das passt doch. Ja, also ich werde versuchen, möglichst jedem Gebäude, jedem Raum in diesem Konglomerat hier eine Bedeutung zu geben. So, das mag jetzt alles noch für dich hier irgendwie ein bisschen alles wie Kraut und Rüben aussehen. Das wird aber Sinn ergeben. Und wir bauen jetzt erstmal hier Gerüst. Also, das ist nicht das Gerüst, das hier ist tatsächlich, ist das so der Grundriss vom Gebäude. Und das machen wir so lange, bis das Holz alle ist oder wir keine Lust mehr haben. Ja, und dann gehen wir in die Höhle runter, in die Mine.
Aber nein, den Spinnenspawner, den fasse ich heute nicht an. Also ich übertreibe nicht, wenn ich sage, da habe ich gestern genug gelitten. Das ist einer der Gründe, weshalb die Aufnahmesitzung nicht veröffentlicht wurde, weil ich habe da echt gesessen und Blut und Wasser geschwitzt. Ja, das hättest du gerne gesehen. Ja, es gibt hier durchaus Sadisten, ich weiß. Es gibt hier durchaus Sadisten unter meinen paar Zuschauern. Und das ist erschreckend. Ja, das ist erschreckend.